Erneut gibt es Meldungen über Zusammenstöße in der Ostukraine. Die pro-russischen Separatisten und die ukrainische Armee werfen sich gegenseitig Verstöße gegen den vereinbarten Waffenstillstand vor. Die jeweiligen Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach russischen Angaben haben mittlerweile rund 40.000 Menschen die umkämpften Gebiete in der Ostukraine verlassen. Busse stehen vielerorts bereit, um vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen über die Grenze nach Russland zu bringen. Und wir schalten zu unserer Kollegin Birgit Firnig in Kiew. Schauen wir zunächst zur russisch-ukrainischen Grenze. Da gibt es eben Berichte von Schüssen und auch die Evakuierung laufen weiter. Wie ist dort derzeit die Situation? Also die KSZE geht im Augenblick von genau gesagt 139 Verstößen gegen das Minsker Abkommen aus. Das wird alles ganz genau festgehalten, was das heißt. Da werden Kindergärten bombardiert, Gasleitungen, also quasi die Infrastruktur. Das ist eine Gewaltspirale, die in den letzten 3 Tagen enorm zugenommen hat. Das ist natürlich sehr besorgniserregend. Es geht da in erster Linie darum auch, dass jetzt auch gestern zum Beispiel 2 ukrainische Soldaten getötet wurden. 4 sind verwundet worden. Präsident Selenskyj hat ja gestern in München noch einmal erklärt, dass das nicht ungesühnt bleiben werde. Aber im Augenblick wird man nicht zurückschießen, weil man will den Russen keinen Vorwand geben, um eventuell einzumarschieren oder um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Was passiert denn jenseits der Grenze in Russland? Wie wir schon in dem Film auch gesehen haben, also es geht in erster Linie jetzt darum, das sind Bilder, die sind auch hier natürlich im Umlauf, aber vor allem im russischen Fernsehen werden sie verbreitet von eben einer Massenflucht. Der Separatistenführer Denis Puschilin hat ja zu einer Evakuierung vor 2 Tagen aufgerufen. Menschen haben sich in Bewegung gesetzt. In Rostow am Don auf der russischen Seite sind Unterkünfte vorbereitet worden. Das Ganze soll sozusagen auch so ein Bild abgeben, dass die Situation eben außer Kontrolle geraten könnte. Der ukrainische Außenminister hat immer wieder dementiert, dass es Pläne für einen Angriff gäbe. Das hat er immer wieder mehrfach in den letzten Tagen gemacht. Und man will eben auch da den Russen keinen Vorwand geben. Aber man geht hier sehr stark davon aus, dass es im Augenblick, dass die Russen an diesem Vorwand arbeiten. Also der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte glaubt, dass die Russen schon jetzt dabei sind zu planen, russische quasi Peacekeeper, Friedenstruppen zu schicken. Das wäre genau das Szenario, was man hier über die Geheimdienste auch erwartet hat, dass das eben jetzt sozusagen sie dabei sind, das vorzubereiten, durchzuführen. Wie gehen denn die Menschen in der Ukraine mit der jetzigen Situation um? Was passiert in Kiew? Ja, in Kiew ist man relativ gelassen noch, also weil man immer wieder, das hören wir hier hinter dem Maidan, finden ja heute Gedenkfeiern statt zu den Maidan-Aufständen vor 8 Jahren. Das sind hinter mir hier, damals ja, war die Zeltstadt, da sind 100 Menschen gestorben. Dort sagen die Leute halt, wir leben seit 8 Jahren mit diesem Druck, mit dieser Aggression von Russland. Man ist da gelassen. Außerdem geht man davon aus, dass es keinen großen Nutzen bringen würde für Russland, eben auch hier in Kiew beispielsweise einzumachen. Hier rechnet man eher mit einem Cyberangriff, so wie wir das ja auch in den letzten Tagen schon gesehen haben. Da gab es eben Angriffe auf die Seiten des Verteidigungsministeriums und von 2 großen Banken. Das ist eher das Szenario, von dem man hier ausgeht. Aber das wäre natürlich auch schlimm genug, wenn da Banken etc. und die Infrastruktur lahmgelegt würde. Birgit Firnig in Kiew, vielen Dank für die Informationen.